Psalm 23. Sie haben meine Hände und meine Füße. Womit empfängst du beim heiligen Abendmahl Christi Leib und Blut? Anne, Mikkeli, gehst du heute nicht in die Schule? Nein. Und warum nicht? Sag ich nicht. Hier hast du ein paar dürre Apfelschnitz für den Schulweg. Schau her. Ein kleiner, krummer Fidibus wie du tanzt nur auf einem Bein. Jetzt aber fix und los. Zieh dich an, hopp. Oh, nichts für ungut, tut mir leid. Der Föhn, Frau Doktor. Ist es der Föhn? Hoffentlich nur der Föhn. Ihr habt's gut, seid ledig. Der Kaffee ist zu schwach, Anna. Tut mir Bohnen da rein. Richtige Magd? Warum soll sie denn keine richtige Magd sein? Weil sie hat so viele schöne Sachen. Abba, geh ins Bett, mein Kind. Doch, sie hat viele schöne Kleider und Briefe und alles. Sie ist vielleicht gar keine richtige Magd. Vielleicht ist sie eine Prinzessin, eine mit Briefen. Hast du Briefe, Mama? Thank you.